Für die Fraktion Die Linke das Wort. Kann ich ein bisschen runter? Ja. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Die Linke will öffentlichen Nahverkehr für alle, und zwar in guter Qualität, barrierefrei und bezahlbar, am besten zum Nulltarif. Erstens können und werden dann wesentlich mehr Leute vom Auto in Bahn und Bus umsteigen. Das bestätigt übrigens auch der ADAC. Das wiederum bedeutet weniger Lärm, weniger gesundheits- und klimaschädliche Abgase, weniger Stau und mehr Platz auf den Straßen für schöne Dinge. Zweitens können mit den Öffis, wie die Österreicher es nett ausdrücken, wirklich alle mobil sein. Kinder, Alte, Menschen mit Behinderungen, Umweltbewusste und auch die, die sich kein Auto leisten können. Und genau das wollen wir. Dafür muss umverteilt werden, und zwar vom Autoverkehr zum öffentlichen Nahverkehr. So wie es jetzt ist, sind die Verkehrsverhältnisse schlicht ungerecht, und zwar sehr konkret. In Kassel zum Beispiel, wo ich wohne, da kostet eine Stunde Parken in der Innenstadt 2 Euro, aber ein Fahrschein in die Innenstadt kostet 2,90 Euro. Im Kaufhaus wird die Parkgebühr erstattet, aber nicht das Busticket. Parken ohne Parkschein kostet 10 Euro, aber Fahren ohne Fahrschein kostet 60 Euro. Und für den Haushalt der Stadt sieht es so aus, dass 88% der Kosten für den ÖPNV gedeckt sind, aber beim Straßenverkehr sind es nur 34%. Das heißt, die Stadt legt dafür ordentlich drauf. Nun unterstützt der Bund auch in Zukunft den ÖPNV über das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nach langem Ringen mit 330 Millionen Euro pro Jahr, so ist es vorgesehen. Klingt viel, ist aber viel zu wenig. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit den Dieselsubventionen, dann ist es nur 5% davon. Eine Dieselsubvention, die vor allen Dingen den Lkw-Verkehr nützt, die sage und schreibe 7,4 Milliarden Euro jährlich kostet. Und das, obwohl wir wissen, dass Dieselabgase besonders gesundheitsschädlich sind, dass immer mehr Menschen von Reizhusten geplagt sind und Kinder besonders darunter leiden. Ich finde, das ist wirklich unerträglich. Diese Subvention muss weg. Mit den Mehreinnahmen könnte der öffentliche Nahverkehr wirklich ordentlich gefördert werden. Anderes Beispiel. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 sind eine ganze Reihe Straßenbauvorhaben vorgesehen, die überteuert sind, überdimensioniert, die keinerlei Engpass beseitigen, aber die massiv zu Zerstörung von Natur führen werden. Zu diesen widersinnigen Vorhaben gehört zum Beispiel die Küstenautobahn A20 quer durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die A100 in Berlin oder die A46 in Nordrhein-Westfalen. Für 12 solcher unnützer Projekte sind 10 Milliarden Euro vorgesehen. Der Bund, der BUND, nennt sie das dusselige Dutzend. Dieser Einschätzung schließen wir uns an. Und wir sagen Nein zu diesen Fehlinvestitionen. Das Geld muss anders eingesetzt werden, und zwar in den flächendeckenden Ausbau der öffentlichen Nahverkehrsmittel. Unser Vorschlag ist ein Verkehrswendefonds mit 10 Milliarden Euro gefüllt, die der Bund zweckgebunden ausgibt an Kommunen und Länder und damit verbindet, dass eine Mobilitätsgarantie gewährt wird. Für die ländlichen Räume insbesondere, denn damit alle die Garantie haben, dass sie binnen einer halben Stunde das nächste Oberzentrum erreichen. Dafür gibt es Konzepte, das lässt sich realisieren und das fordern wir. Es muss überall eine gute Alternative zum Auto geben. Das ist schließlich die Voraussetzung für Freiheit, die Sie immer einfordern. Also mehr und besserer ÖPNV ist notwendig, auch für eine sozial-ökologische Verkehrswende. Außerdem böte ein solches öffentliches Investitionsprogramm sinnvolle Perspektiven auch für viele Beschäftigte in der Automobilindustrie, die jetzt wegen Dieselgate um ihre Arbeitsplätze bangen. Vielen Dank. Sören Barthold, als nächster Redner für die SPD.